Für den Walter Liechti, Lohnunternehmer aus Zunzg im Baselbiet, hat mehr Preisleistung her müssen. Und da ist die neue Klasse Roland 455 Univrap gerade gelegen gekommen. Also gegenüber, wir haben ja noch zwei 555er dabei. Und gegenüber der haben wir sicher eine Leistungssteigerung von 25-30%. Die Maschine von Walter Liechti ist die erste in der Schweiz und hat auch europaweit im 2009 noch Vorserien-Charakter. Für den Generalimporteur Serco jeweils eine Herausforderung. Die anfänglichen Kinderkrankheiten haben die Klasse-Techniker können lösen und jetzt läuft die Maschine einwandfrei. Es ist eine gute Maschine, sie leistet gut, sie schluckt viel, sie produziert viel. Und das sind die Eigenschaften von der Roland 455 Univrap. Also wir haben vorne ein gutes Pickup, ein Rotor, der das Zeug einpackt. Das Schluckvolumen ist enorm. Dann haben wir einen Schnittboden, der absenkbar ist. Es sollte jetzt einmal einen Haufen geben, der es verschoppt. Dann kann man den ganzen Boden absenken, sodass das wieder 1-2 Loren ist. Dann haben wir Messer, das sind zwei Systeme, also zwei Rahmen. Am einen sind 12 Messer, am anderen 13 Messer. In der Regel fahren wir so, dass man, sagen wir jetzt, einen halben Tag mit 12 Messer fährt und dann schwenken wir um auf 13 Messer, weil alle 25 Messer braucht man eigentlich praktisch nie. Dann geht das weiter in die Presskammer. Hinter der Presskammer ist eine Festkammer mit dem MPS. Das sind drei Walzen, die einschwenken in Pressraum rein, wo einfach die Ballen einen fort anfangen zu pressen. Das schön kompakte, satte Ballen gibt. Und dann geht das angezeigt, wenn die Kamera voll ist, löst automatisch das Netz aus. Und dann läuft das eigentlich alles automatisch. Die Ballen wird übergeben auf den Wickeltisch. Dort wird sie automatisch gewickelt. In der Zeit, wo wir schon die nächste Ballen pressen. Und dann in unseren Hanglagen legen wir meistens Ballen manuell ablegen. Also man könnte auch automatisch, wenn die Ballen fertig gewickelt ist, legt sie automatisch ab. Wir tun aber, dass wir es einfach noch ein bisschen unter Kontrolle haben, dass sie nicht einfach geht, tun wir sie manuell ablegen. Generell ist die Roland 455 Univrap gegenüber dem Vorgängermodell robuster konstruiert worden, kann die Pressdichte um 20% erhöhen und das zeitgleiche Pressen und Wickeln mit einer optimierten Synchronisation von der Heckklappenöffnung mit der Kippmulde und einem schneller drehenden Wickelarm ist verbessert worden. Gegen 50 Ballen können so in der Stunde hergestellt werden. Trotzdem hat der Walter Liechti noch einen weiteren Optimierungsvorschlag. Also ein grosser Wunsch von mir ist eine Art Drucker hinten drauf oder wie das auch immer gelöst wird, einfach dass man die Ballen beschriften kann, sei es mit dem Datum drauf und mit der Qualität. Abgesehen davon stimmt aber für den Walter Liechti der Gesamteindruck von der neuen Glaspress- und Wickelkombination voll und ganz. Wir sind zufrieden und die Kundschaft auch sehr zufrieden. Also das heisst, bereits kommst du mit den neuen Maschinen. Und das ist ja ein gutes Echo eigentlich. Ja. Man sieht es auch den Ballen an, sie sind wirklich satte, kompakte, schöne Ballen.